Leute, Station Nummer 7 geht heute los und ja, wir sind zu Gast in Monaco. Die Strecke tatsächlich, die ich eigentlich so ein bisschen gerne aus dem Kalender streichen würde, aber es ist nicht möglich. Diese Strecke gehört dazu und wir müssen sie dieses Wochenende fahren. Naja, gut, versuchen wir es halt. Ich habe Vertrag momentan keine Kohle dafür, das ist so jetzt weiter tragisch. Ich habe ein bisschen Zeugs. Muss ich mal gucken, ob wir ein bisschen Kalender noch irgendwas machen können. Aktivität, das ist der Plan. So, was haben wir denn hier? Stadteröffnung ist für einen Sponsor. Gibt ein bisschen Kohle vielleicht. Sponsorenhauptquartier. Das gibt auch noch mal ein bisschen was. Und hier gibt es ein bisschen Simulator-Training. Na gut, gehen wir rein. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Warte mal gerade kurz. Ich muss mal kurz gucken, wie die Reifenauswahl. Ich fahre wie immer die weichere Variante. Und wir haben eine Meldung bekommen, dass wir das Getriebe setzen können. Und das machen wir doch so direkt mal. Es sind einige neue Teile dabei. Und ich hoffe mal auf ein relativ trockenes Rennwochenende. Vor allen Dingen das Rennen und das Qualifying. Im Training wäre es mir dann ja momentan noch egal, aber ich befürchte, dass wir tatsächlich dann die Möglichkeit haben. Ja, befürchte, dass wir das noch im reinen Ring kriegen. Aber mal gucken. Müssen wir gleich mal reingucken. Wenn er sich dann mal zu Ende geladen hat. Jetzt. Ah, es ist komplett trockenes Rennwochenende. Sehr gut. So, ich guck mal gerade, was wir dann für den F&E-Baum noch so haben. Weil da war irgendwo eine Meldung drin, dass wir hier ein bisschen Antrieb reinhauen können. Der würde uns einen ordentlichen Schub nach vorne geben und eine relativ kurze. Und eine relativ kurze Entwicklungszeit. 8. Juni wäre das Ding fertig. Die Teile sind schon fertig. Klar, die anderen Teams werden natürlich auch ein bisschen was entwickeln. Antrieb, Treibstoffeffizienz. Na gut, okay. Gut. Ja, das letzte Wochenende haben wir ein bisschen auf die Fresse gekriegt und das sollte in diesem Rennwochenende ein bisschen anders werden. Wir gehen mal rein ins erste freie Training, liebe Leute. Und schauen, ob wir hier in Monaco auch ein bisschen was mitnehmen könnten. Das ist mein Ziel, mein großes Ziel. Vielleicht hier wieder ein Pünktchen oder zwei mitnehmen. Schauen wir einfach dann mal. So, dauert jetzt wieder einen kleinen Moment, bis er sich hier durchgeladen hat. Jetzt. Das ist das schöne Monaco. Rennen Nummer 7 in der unserer zweiten Saison. Training 1. Wir sind am Freitag. Und letzte Saison sind wir hier 10. geworden. Es war zwar komplett ermauert, aber das ist halt Monaco, ne? Wobei es noch eine kleine weitere Logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. Wobei es noch eine weitere kleine Änderung gibt, das werden wir hoffentlich dieses Wochenende ein bisschen erleben. Ich habe zwar die Bolidenleistung angepasst, also ich habe nicht die KI runtergeschraubt, sondern ich habe ja eine Mail. Es gab ja vor zig Wochen mal eine Mail, die habe ich jetzt gerade erst gesehen. Dass wir die Dings anpassen können, Realismus anpassen können. Das heißt, Ferrari wird ein bisschen abgeschwächt sein. Mal gucken, wie weit es hier heute wie weit das hier tatsächlich Auswirkungen hat. So, gucken wir mal, was Monaco heute hier uns bietet.
Das neue Getriebe steht an Bord. Teil brauchen wir nicht. Hinter uns ist ein Auto. Das ist Russell. Der jetzt schon versucht, im Haas vorbeizukommen. Apropos Haas. Ja, das ist am Dienstag. Mal wieder mal ein technischer Defekt von meinem Lenkrad. Das hoffe ich mal, dass ich irgendwann mal neues kriegen kann. Und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft. So, gucken wir mal. Ich will hier ein bisschen runterstellen. Gut, passt perfekt. Was hier heute in diesem Rennwochenende drin ist. Es ist ja eine relativ kurze Strecke. Und ja. Mal schauen, was einfach für die Zeit drin ist. Ich hoffe, dass dies noch eine Lenkrad ohne Probleme hält. So, momentan habe ich Zeit in Sektor 1, das ist klar. Aber liegt auch daran, dass kein Auto auf der Strecke ist. Ich weiß nicht, wie der wird der Haas in da vorne Zeiten setzt. Ich bin die Saison schon einmal in Monaco gefahren, damals bin ich ein Neunter geworden. Mal gucken. Also in der Sonntagsliga sind wir gefahren hier auf der Strecke. Da habe ich meine Pünktchen mitgenommen. Das Wetter von letzten Grand Prix jetzt, steht jetzt noch an. Das ist ja der große Preis von Österreich. Da dürfte es auch irgendwann Platz 8, 9, 10 Drehungen passieren. Russell als 5-7. Und wir hängen dahinter, hinter dem Haas. War über eine halbe Sekunde, 0,7 Sekunden. So, erster Sektor sagt schon mal, jo, passt soweit. Ob wir den diesmal schlagen können, jedenfalls auf denselben Reifen. Also den Haas würde ich schon hier schlagen hier in der auf der Strecke. Just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Der Sektor passt ebenfalls. Wird aber eine neue Bestzeit werden. There's four laps of fuel remaining. Und das meine ich halt. Diesmal war es kein Lenkradfehler, diesmal war es ein kleiner Rutscher von mir. So, Ricciardo, der wird wahrscheinlich nicht noch gewinnen. Fahrer vor mir. Ricciardo ist ahead of you. Their best lap time is a 1:14.8. 14:8, ja, das könnte man packen. Reicht aber nicht.
Wenn aber nur minimal. Und momentan liegen wir sogar vor, sogar die ganze Stück vorne. Also passt sogar. Passt sogar. Jetzt sind 802, da könnte man jetzt gleich hinkommen. Und damit ist die Runde ungültig. Hätte gepasst sogar beim ersten Sektor. So, Führung momentan Ricciardo. Motor läuft noch, jetzt ist aus. Car repairs have set us back a little. Müssen jetzt einen Moment warten, bis wir hier raus dürfen. Wir sind nämlich nur noch 20 Sekunden, wir müssen ja nochmal was schauen. Vielleicht packen wir nochmal Reifen, also drei Runden haben wir ja geschafft. Gucken, was am Ende rauskommt. Also, momentan noch ein zweiter hinter, so ziemlich gleich wie dem Renault. Der sich aber noch ein bisschen verbessert hat. So, we'd like to run the acclimatization program if you have a chance before qualifying. It'll give us a good indication of our relative pace and consistency. So, dann gehen wir nochmal. Ach, guck mal nicht. Eine Runde fahre ich noch, oder ein, zwei Versuche ich noch. Everyone ready? Okay, let's go. Monaco ist so eine kurze Strecke, da kannst du ein bisschen auf der Strecke bleiben. So, Autos sind draußen soweit. Erstmal bei uns ist ein Racing Point. Das ist Paris. So, Paris. Wenn ich ja so ein bisschen auf der Liste habe. Momentan sind wir vorne auf Platz 2 dabei. Der Flügel funktioniert wieder. Ich hoffe, dass wir diesmal trockenes Rennen haben. Magnus, der kam aber auch gerade. Hat er so gerade rausgeschossen, aber das ist halt die Boxen aus Monaco, ne? Scheiße, Kaschier. Ocon, hältst du den ganzen Zug auf? Das war klar. Ah, Mann! Dann ist das Ding auch erledigt. Da hat er einfach kurz schön die Bremse angehauen. Und ich konnte nicht wieder rüber, weil der Ocon noch irgendwo mit dabei war. Ja, damit kannst du das Thema schon erledigen, ey. Das ist zu kotzen.
Weil sie dann doch sagen, komm, ich knall dir, ich bremse dich hier mal kurz noch schnell weg vorher. Ja, damit ist es klar, dass wir definitiv nicht in der auf der Spitzenposition landen werden. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann stichst du rein, ey. We've had to spend time repairing the damage to the car. Our best lap so far is a 1:14.9. So, okay. Ja, damit haben wir das Thema auch erledigt, weil wie gesagt, Perez hat ja so übelst weggebremst, also klar. Ah, komm, wir können ein paar Jahre machen, wenn wir jetzt nicht groß noch irgendwie rumzuarbeiten. Gucken, was am Ende passiert. Ja, gar keine Chance sogar auf die Top 10. Die Hoffnung war ein bisschen da. Mit den frischen Reifen wäre es möglich vielleicht sogar noch gewesen, ein bisschen reinzukommen. Also Richtung Top 10 können wir schielen. Neue Podiumsfrage. Pass ist ja da, gell? So, könnte mal gucken, wie neuen Helm dann irgendwann. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Richter. Top 3 noch einmal an. Bottas, Perez und Alexander Albon. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Vor allem, die fahren alle auf Medium. Naja doch, da sind hinten Danny Kwiat, Sainz und Stroll sind dann mit den Haas, mit den harten Reifen unterwegs. Aber alles andere geht momentan auf Medium. So, das war das erste freie Training. Und wir gehen sofort weiter rein ins zweite. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Was würden Sie sagen, wer ist zurzeit Ihr größter Rivale? Kein Kommentar momentan, sorry. Sprechen wir doch einen Augenblick über ein anderes Team. Wie hat es sich heute geschlagen? Die werden besser noch. Sie sind ein paar Mal an der Mauer entlang geschrammt. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip? So, momentan weiß ich nicht, was los ist. Klasse, das war dann alles. So, okay. Gehen wir rein direkt in zweite freie Training gleich. Also momentan kann man vielleicht ein bisschen auf die Top 10 schauen. Mal schauen, was da drin ist. So, Training 2. Was haben wir hier noch in der Meldung? Wettervorhersagen sagen. Ja doch, ein bisschen Training im Qualifying am Ende, aber das ist nicht tragisch. Im Stein hoffe ich mal, dass wir eine vernünftige Runde gefahren haben. Und dann vielleicht sogar noch den zweiten Versuch der Gegner, der Konkurrenz ein bisschen kontern kann. Wenn der Regen dann doch kommt.
So, fahren wir direkt raus. Wir haben jetzt die Softreifen drauf und wollen natürlich hier eine gute Runde hinkriegen. Ja, die Ferrari, die hätten wir schlagen können. Das wäre möglich gewesen. Wenn jetzt da der Perez nicht so weggebremst hätte, dann irgendwie. So, aufpassen, dass wir nicht zu oft jetzt in die Wand fahren. Die Strecke doch relativ neu. So, ab geht's. Wieder Magnussen, der da schön aus der Box rauszieht. So, gut durch den Hafen durchgekommen diesmal. Wir sind jetzt hier das Heimrennen von Charles Leclerc nur so nebenbei. Der kommt ja hier aus der Stadt, aus der Gegend. Mal gucken, was drin ist. 15-0 ist natürlich alles andere als gut. Wir waren eben schon mit 14 nach. There's 4 laps of fuel remaining. So, jetzt haben wir am zweiten. Zweiten Sektor haben wir mal massig Zeit rausgeholt. Das wird immer eine neue Bestzeit für uns. Ja? Jetzt haben wir bei 14,5. Set fuel mix 1 if you want to save the engine for the race.
Scheiße. Wir sind zu sehr abgekürzt. Ich bin zu weit hingefahren. Ja, wir führen momentan die Zeit vor Magnussen. Fahr hinter mir. There's static over the radio, say again. So. Wir versuchen noch mal eine Runde rauszubringen. Um noch eine Zeit zu verbessern. Ich denke, die 14er Zeiten, die Spitzenleute fahren, wird schwierig werden. Aber mal gucken, was halt irgendwo rum 9., 10., das ist so heute, beziehungsweise dieses Wochenende so. Das Ziel momentan sind wir 2., 4. Das ist natürlich klar. Das Auto noch davor raus hüpft. Nicht klar, wenn es ist. Science. Klar doch. Fahrer vor mir. Hamilton is ahead of you. Their best lap time is a 1:12.8. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Ja, lass mich doch einfach jetzt in Ruhe. Einfach vorbei. Beim Boxen rausfahren. Bei der Boxenausfahrt direkt in die Wand gekommen mit dem Flügel. Das ist halt das Problem. Ja, dann kann man auch direkt wieder rein. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. So. Magnussen. Wir können ja auch direkt wieder in die Box. Das bringt ja sowieso nichts mit dem kaputten Satz, dem kaputten Flügel. Den Hamilton werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Schumacher momentan voll erklärt sogar. So, Flügelchen. Es muss wieder getauscht werden. Wir können keinen zweiten neuen Versuch da setzen. Momentan. Leider kommen wir nicht viel zum Fahren jetzt gerade. Wir haben jetzt noch gut 21 Minuten. Aber viele haben auch noch nicht ihre Zeiten. Ja, Hamilton, wenn wir nicht rankommen, das ist klar. Und auch Norris knapp nur dahinter. Ja, vergiss es, da liegen Welten dahinter. Wir sind immer Minimum eine halbe Sekunde hinter in den Sektoren. Sainz, Norris jetzt davor, also meine McLaren sagen auch noch, wir gehen vorbei. We have a number of programs to run during these practice sessions. You can check the details in the car monitor. We'll get good data for both the race and factory teams, so they're well worth running. So far, our fastest lap is a 1 minute 14.5. Ninth in the speed trap, 284.8 kilometers per hour.
So, okay, versuchen wir nochmal eine Runde zu setzen, jetzt ohne Flügel. Einfach so mal den Knopf. We're ready. So, da sind andere Autos, die jetzt natürlich noch auf der Strecke sein wollen. Die Williams hat sich noch entziehen, dass es dort ging und auf 9 liegt. Und diesmal passt es mit dem Flügel, diesmal kommen wir nicht ran. Eine Runde möchte ich ja, einen Versuch möchte ich gerne noch setzen. Und dann können wir... So, probieren wir's. Nochmal zumindest eine vernünftige Runde zu fahren. Oder uns ein bisschen zu verbessern. Ja, leichter Rutscher war drin, aber nicht dramatisch jetzt. Eine Löskurve, ja, die längste Kurve des Rennkalenders. Gucken wir mal, ob wir nochmal eine Zwischenzeit gesetzt bekommen. Ich denke, vorne wird die Spitze nicht reichen. Ja, da kannst du schon abbrechen. Entweder du machst ganz Platz, machst langsam oder du lässt es einfach sein. Aber ich hasse das, wenn die dir da abbrennen, so geht's vorbei und sie machen dir trotzdem noch die Lücke zu. Du willst in die Box zurück und dann machst du so eine Scheiße da. Na gut, dann ist das so jetzt. Ich komme sofort wieder.
know it's tempting to focus entirely on the race, but we should put a bit of time aside to run the qualifying sim program. Try to run it before the end of FP3 if you can. So far, our fastest lap is a 1:14.4. So, Post war da. So, wir sind jetzt in der Garage zurück. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Mal gucken, was am Ende rauskommt. Press and hold the radio button to activate the system. Ich muss gerade Luft holen, sorry. You can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. So. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten an. Hamilton, Bottas und Max Verstappen. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ja, theoretisch 9. und 12. Also so sind wir momentan echt gut dabei wieder. So ein bisschen. Teamkollege kommt jetzt auch so langsam in Fahrt. Und da bin ich auch ziemlich zufrieden drüber. Vielleicht haben wir eine Chance, beide Autos in die Punkte zu kriegen. Mal wieder mal. Wenn wir sich einen Mick nicht austauschen. Ich brauche dringend einen zweiten Teamkollegen. Wenn wir wirklich die Top 5 angreifen wollen, ob wir, dass wir das war zwei Teamkollegen, haben wir regelmäßig seine Pünktchen sammelt. So, Training 3, wir gehen rein. Ich habe wahrscheinlich nur einen Komponenten ein bisschen Früchte zu tragen. Das war jetzt auch in Monaco zumindest ein bisschen um die Punkte herum mit dabei sind. Aber wie gesagt, für ganz vorne wird es wahrscheinlich erst frühestens nächste Saison reichen. Gucken, wie weit wir kommen. So, erstmal gehen wir wieder auf die Strecke, so schnell es geht. Don't push the car just yet. Track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. So, ganz vor dem, so lange werden wir auch jetzt nicht mehr machen. Ich werde doch diesen Einsatzreifen nur, weil wir jetzt letzten Training schon so lange gezogen haben. Gut, weil jetzt die Post gerade da war. Ich habe ein Paket bekommen. Dürfte aber ein neues Tablet sein. Ich habe ja ein Tablet bestellt. Das heißt, es könnte jetzt tatsächlich so weit sein, dass es das ist. Ich kann ja den Hafen nicht erkennen, aber ist auch egal. Okay, gehen wir jetzt erstmal rein ins Training. So. So, letzte Training heute. Wer jetzt die Trainingseinheit für heute den Freitag hier? So, mal hochstellen wieder alles. Damit wir jetzt ein bisschen pushen können. Latifi geht jetzt auf die Strecke.
Und wir bleiben auch drauf. So, Westside natürlich Sektor 1. Ist nur 19-1. Das ist natürlich alles andere als super souverän. Schön im Hafen hier unten durch die Schikane durch. Dann die Schwimmbad, weil hier rechts ein Schwimmbad ist. Und dann wissen wir final, was das also meine rausgefällte Zeit. Es ist eine 14, nein, es ist eine sehr, sehr gute Zeit. Die ist schon mal deutlich besser als die letzten Versuche. Klar, für die vorne, für die Top 10 wird es nicht reichen. Die waren ja alle am 12er Zeiten. Aber zumindest das Mittelfeld irgendwo 7, 8, 9, 10, 11. Das ist so die Region, die ich gerne anpeile. Also 7, irgendwo sagen wir mal zwischen 9 und 12. Das ist so ein bisschen die Hoffnung für dieses Rennwochenende. Um es einfach mal ein bisschen realistisch zu sehen. Klar, wenn ich weiter vorne stehe, ist das auch in Ordnung. Wenn ich weiter hinten stehe, muss ich es akzeptieren. So, Hafen unten. So, 26 Minuten noch. Also ich werde definitiv jetzt so diese drei... Ja, leck mich doch. Leichte Konzentration. Das ist halt. Aber ich fahre trotzdem die Runde. Jetzt auch mal noch einen Reifen mit zu holen, bringt mir in meinen Augen nichts. Da mache ich jetzt in meinen Augen nicht. Da ich auch nur ein Zeitlimit habe, wie ich die Folgen schneiden will, machen möchte. Naja. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. So, jetzt sind wir schnell hier unten durch den Tunnel. Ich gucke von mir, ich stand tatsächlich hier schon an dieser Strecke. Ich möchte das irgendwann mal natürlich machen. Aber momentan ist ja mit Urlaub jetzt ja schwierig da. Aber da stellen wir momentan auch andere Ziele an. Also es werden viele Ziele, die Ziele sind. Da werden wir demnächst auch immer noch mal Finnland fliegen. Dann wird es immer noch auf jeden Fall auch LA sein. Und noch ein paar andere. Und Mexiko, das sind so ein paar Reiseziele, die auf jeden Fall irgendwann mal anstellen. So, ab in die Box jetzt, beziehungsweise auf die Runde. Die Runde wird sowieso jetzt so eine Katastrophe werden, aber es steht in 14-1 momentan. Wir sind momentan sogar vor Leonard Morris. Und das ist schon mal eine Ausnummer. King, Latifi, King haben wir schon Latifi haben, ja, weil wir jetzt gerade hinterher haben. Und dann, wenn wir von neu stehen, stehen wir momentan nicht vorne mit dabei. Also was ist vorne mit dabei? Ich habe zwar ganz vorne nicht reichen, aber die 14.1 ist schon mal eine gute, passable Zeit. Mal gucken, was am Ende rauskommt. Dass wir die einen Mercedes und Red Bull und was da vorne ist, nicht zu packen haben. Das sollte eigentlich von jedem klar sein. So, ab in die Box.
Und da stehen wir jetzt drin. So. Und damit ist das Thema auch durch. Wir sind durch mit dem freien Training, liebe Leute. We've had to spend time repairing the damage to the car. Zeit läuft jetzt in Ruhe runter. Und dann sind wir durch mit dem freien Training. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Albon, Verstappen und Lewis Hamilton. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Also, Red Bull relativ stark, vor beiden Mercedes, dann Perez an Racing Point, Ocon im Renault. Dann Charles Leclerc, der Lokalmatador auf 7, 8, GSD, drunter sind wir. Und dann Russell mit der dicken Überraschung, 10 im Haas. Also beide Haas relativ stark, auf 14 steht der zweite. Vettel nur auf 12, ich sag ja, ich habe die Dings angepasst. Die Teamstärken angepasst. Ferrari ist ja diese Saison nicht so gut gewesen. Und das ist ziemlich realistisch. Vettel klar momentan außerhalb der Punkte und Leclerc holt sich so gerade noch. Wie sehen wir das? Unser 9. Platz wäre in Ordnung. So zwischen 9 und 12, das ist so mein Ziel. Vielleicht ein bisschen Dusel Platz 8. 19. Da ist Mick. Lenz wohl auf 20. Hinter den beiden Alpha, knapp dahinter, eine halbe Sekunde immerhin, aber ja, Ricciardo nur auf 13, der Rivale nur auf 13, das ist okay. Sainz auf 15, Lennon was auf 16. Passt. Ich bin momentan, eigentlich bin ich ehrlich, bin mit dem Training zufrieden. Und wenn wir das jetzt morgen im Qualifying mitnehmen, und Gott sei Dank trocknen Qualifying, dann bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir tatsächlich hier das ein oder andere Pünktchen mit nach Hause nehmen. Aber schauen wir mal. So, die Punkte werden gezählt. So, und mit dem kurzen Qualifying, sind ja dann nur 18 Minuten, geht es morgen weiter, dann würde ich sagen. Okay, dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2020 und dann geht's weiter mit dem Qualifying. Bis dahin und tschüss.